Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen dem Deutschen Technikmuseum Berlin und den Freunden und Förderern des Deutschen Technikmuseums Berlin. Und wir ermöglichen es zusammen mit dem Museum, dass diese Exponate, die ansonsten nicht zugänglich sind das ganze Jahr über, an diesen 4 oder 5 Sonntagen im September allen offen stehen. Und ich freue mich besonders, wenn auch wir als Förderverein die Gelegenheit haben, uns einmal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist eine Schneefräse. Die ist, hat einen Dampfkessel innen drin, damit wird die angetrieben und dreht sich. Das ist wirklich das Highlight für den Förderverein. Und in diesem Jahr finden wieder die beliebten Pendelfahrten statt zwischen dem Museum und der Monumentenhalle. Der Arbeitskreis Eisenbahn unterstützt traditionell diese Fahrten, indem er Sicherungsposten stellt und auch den Zug begleitet. Es wird 5-mal am Tag hin und her gefahren, sodass eigentlich die Besucher ständig zu jeder Richtung fahren können. Wir waren im Museum, eigentlich noch nicht. Also wir sind gerade, haben die Tickets gekauft, da hat einer gerufen, der Zug fährt gleich. Also sind wir auch gleich hinterher gefahren. Wir haben es eigentlich gar nicht erwartet, ne? So nach dem Motto von einem Wow zum anderen. Also es ist Geschichte von Verkehrsfahrzeugen. Und es ist auch dieser Geruch hier. Es ist ein spezieller Geruch wie in den alten Omnibussen. Der ist auch hier drin. Es erinnert mich auch an meine Kindheit. Also ich denke, das kommt alles so zusammen. Das Besondere an unseren Tagen der offenen Tür im Depot Monumentenhalle ist, dass Besucherinnen und Besucher mal einen Blick hinter die Kulissen des Museums werfen können. Man kann in Fahrzeuge hineingehen, man kann sich Dinge erklären lassen, man kann mit Leuten, die sich damit auskennen, die solche Fahrzeuge erhalten, direkt in Kontakt kommen. Wir haben vor der Tür Stände von befreundeten Vereinen, es gibt was zu essen. Es ist einfach eine gute Stimmung, die so ein bisschen von der klassischen Museumsvorstellung abweicht. Es macht einfach Spaß, hierher zu kommen, zu gucken. Es ist einfach eine schöne, ja, klare Atmosphäre. Also und, schön. Und zumal man auch viele Menschen hier noch dabei hat, die wirklich sehr großes Interesse an diesen ganzen Fahrzeugen haben. Und was ganz wichtig ist, es gibt auch viele ältere Menschen, die Busse noch gefahren sind und die live darüber berichten können. Das ist doch einmalig hautnah Erlebnis für Kind, Klein, Groß, Hund, für alle halt. Einsteigen bitte! Als besonderen Service für unsere Besucherinnen und Besucher bieten wir auch in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Traditionsbus einen Pendelverkehr zwischen dem Depot Monumentenhalle und unserem Haupthaus in der Trebiner Straße an. Und dabei werden Busse eingesetzt aus den 50er, 60er und 70er Jahren, sodass man da noch etwas originale Nahverkehrsatmosphäre im Betrieb schnuppern kann.